Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, wir sind Level 48 nach einem Monat Season 4. Wirklich sehr schnell, da wollen wir jetzt ein bisschen schneller werden. Die Level 90er G-Rift Spieler, also die schon Level 90 im G-Rift erreicht haben, sind richtig stolz auf uns. Wir sind wahrscheinlich Letzte. Niedrigstlevelster. Richtig toll. Da haben wir jetzt momentan ein paar Parts noch. Rifts, normale Rifts. Nein, weg da. Nicht einführen lassen. Ja, ja. Ist laut wieder, weil ich wieder ein bisschen lauter gemacht habe. Ein bisschen besser höre, wenn ich anderen spiele. Also am Headset. Vielleicht wieder ein bisschen leise stellen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren wieder. Wenn einem das so richtig in die Ohren rauscht. So, mal kurz einstellen. Ja, mache ich einfach acht. So. Ja, so ist angenehm. Ich hoffe für euch auch, weil im Video ist es immer anders. Ich mag YouTube nicht mehr. Nein, einfach YouTube macht momentan die Videos wieder richtig lang, leise. Was auf meinem Desktop noch extrem laut ist, ist bei YouTube noch wieder extrem leise. Okay, schade. Wäre besser, aber kein Auge des Lichts, nichts drauf. Auf dem Helm, auf dem Mönchkrone oder was das ist. Einfach ein Mönch-Only-Item. So, kommen wir gleich auf Level 49. Also scheinbar ist der Bild, den ich machen werde dann, wenn ich das Set-Item habe, also Ulinara-Set habe, eines der beliebtesten, aber nicht der stärkste. Das stärkste ist mit Eis, aber ich möchte irgendwie nicht mit Eis kämpfen. Vielleicht doch, naja. Eventuell nicht, eher mit Blitz oder so. Aber wir schaffen trotzdem hoche, wenn wir dann richtig mal vorwärts kommen. Jetzt kommen wir noch nicht gut vorwärts, weil... Ja, wie soll ich sagen? Wir halt eher so ein bisschen nicht das effizienteste Leveln gemacht haben, aber bei hohen Qualstufen und so bekommen wir natürlich viel mehr Erfahrung, schnelle Erfahrung. Ja. Rasender Angriff, Schlaghagel. Okay. Wogedrecht, zerschmetterndes Licht. Mal kurz angucken, da ist. Was versucht eine Reihe zusätzlich auch 120 Schaden? Eine Reihe zusätzlich, das nehmen dann und. Mal ausprobieren. Sieht irgendwie nicht so aus, aber. Könnte mich täuschen. Kann man das nicht. Weiter irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ja, ist nicht stark. Ist leider nicht stark. Nicht so stark. Dinge sind die Mana-Kosten auch höher. Habe ich das Gefühl. Also wieder wechseln. So. Auf Welle der Macht. Ist doch besser. Schlägt mir ein. Also. So ist doch viel einfach. So, noch die Schulterplatten mitnehmen. Die Skelette wollen zersplittert werden.
Das so in einem Online, also in einem MMORPG, einfach mal so zu einem Spieler gehen und eine Glocke auf den Kopf werfen. Und dann meinen, ja, so, ich bin der Oberbro, yay. Einfach mal Glocke aufstachen. Hallo. Jetzt habe ich noch die falschen Tasten auf den Händen gehabt. Unter den Händen. Oh, was ist denn das dort links? Ein paar Champions, die nicht durchkommen. Ah, wieder keine Geisteskraft zum Erzeugen. Es geht so langsam. Wir brauchen unbedingt die Paragon-Levels, die Punkte in reduzierte Ressourcenverbrauch. Dann können wir spammen und gut erzeugen. So, jetzt sind wir wieder oben, okay. Dann müssen wir dort links. Komm schneller. Wir haben immer noch den Hammer. Haben wir etwas Stärkeres? Nö. Ja, ein bisschen schneller. Na, ja, ein bisschen schneller. Ja. Das ist mit Stärke. Hey, geht's noch? Ich brauche doch nichts mit Stärke. Ja. Also. Dann gehen wir unten links hin. So. Oh, schaut mal her. Wieder ein Champion Pack. Da kann ich mal spammen, hey. So. Jetzt wieder erzeugen. Ach komm, danke. Hab mehrmals gedrückt auf die 4. Da hatte ich plötzlich keinen Geisteskraft mehr. Mein Fehler. Ja. Ist wieder wunderbar heute Morgen um 9:38 Uhr am Sonntag. Die Konzentration, alles wunderbar. Aber ich will ja natürlich jetzt aufnehmen, weil ich gerade jetzt Zeit habe. Sonst bin ich wieder am Joggen, am Fußball spielen und einfach Sport machen. Ich bin ja eher der Sportliche, nicht der Vollzeit-Let's Player. Und deshalb, ja, geht's mir heute natürlich sehr gut am Morgen. Bisschen übermüdet von gestern. Gestern recht viel gemacht. Recht dicht habe ich das Gefühl hier jetzt mit den Champions und den Elite-Gegnern. Ach du Neos, komm. Bin ich so langsam mit dem Hammer, hey? Muss das sein? Ich kann fast nichts erzeugen. Komm, jetzt reißen. Ah, ich hab. Genau dann habe ich zu wenig, gell? Wenn ich reißende Wind einsetzen. Ja. Weg da. Gut. Nicht mehr lange, dann haben wir da der Rift-Boss vorne. Sind einfach alle. Wieso mache ich die Tür auf? Habe ich draufgeklickt? Die Tür hat viel zu großes Dingfeld, Berührungsfeld. Sollte nicht so sein. Blizzard wieder mal. Aber immerhin entwickeln sie noch anständig. Also bringen eben neuen Content raus und so. Bei anderen Games wäre schon lange Schluss. Das ist doch gut. Blizzard ist doch nicht so schlecht, wie man entwickelt. Aber eben. Also für mich ist Diablo 3 ein bisschen ein Flop, weil da nicht viel passiert. Eigentlich nur Action ist. Blizzard macht nur noch Action aus dem Diablo.
Diablo 2 war viel taktischer, viel interessanter beim Item finden und so. Ah, Nostalgie schwelgen ein bisschen. Aber ich hoffe, Diablo 3 wird dann, Diablo 4 wird dann besser. Auch für mich wieder ein bisschen besser. Aber natürlich ist Diablo 3 ein gutes Spiel, natürlich. Aber eben ein bisschen falsch entwickelt, habe ich das Gefühl für mich. Aha, man sieht lange nicht, was bei Ende der Tür ist. Wenn sie ganz offen ist, sieht man es und dann sind es ganz viele. Aha, so geht es. Ach man, ich muss wieder auf zwei Einhandenwaffen wechseln. Es geht ja gar nicht, wie langsam ich bin beim Erzeugen von Ressourcen. Zu langsam, zu langsam. Aha, schaut euch mal der. Der hat sich gemütlich gemacht auf den Chefetagen oben. Schön gemütlich machen. Schön abhängen. So. Aha, schon der nächste. Ich kann einfach nicht mit links angreifen. Da bin ich so lange, bin ich in dieser Animation gefangen. Ich müsste schon wechseln. Wechseln wir mal auf 100 Fäuste. Blitzschnell. So, ich hoffe, so geht's schon besser. Ist aber auch recht lang. Habt ihr gesehen, wie lange der sie ausgeholt hat. Ja, kämpfen wir mal ein bisschen mit links. Okay. Ich gebe es auf. Mit der linken Maustaste zu kämpfen ist wirklich eine Qual mit dem langsamen Hammer. Schlimm so etwas. Schlimm. Schlimm. Lieber den besiegen mit links. Ach komm. Dann halt nicht. Wenn der mich die ganze Zeit wegwirft. So ein Böse. Das sind so böse, diese Knockback-Gegner. Richtig böse. So, und hier kommt auch noch eins auf die Schnitze über. Ah, nett. Im Feuer gestellt, Level 50 erreicht. So, jetzt haben wir wieder eine Nahkampfwaffe, aber auch wieder Zweihand, die besser ist. Hä? Okay, lieber nicht. Die hat nicht mal Geschicklichkeit drauf. Die Schuhe hier ist halt wegen der Defensiv nicht gut. Kältefähigkeiten 7% mehr Schaden. Ja, nehmen wir die, weil wir brauchen keinen Krieg noch. Und reißender Wind wäre noch gut. Nein, wegen Ab wegen Ressourcen, was war's? Abklingzeiten doch. Okay. Ich dachte Ressourcengeneration. Weniger Energie. So. Und wo ist er jetzt? Da oben. Okay. Der Boss besiegen. Voll der Boss besiegen da. Was? Der hat das abgewehrt. Also, unterbrochen. Mit dem geht man gar nicht. So, wieder generieren wieder ein bisschen. Und wieder spammen. Und generieren. Komm, Geisteskraft generieren. Drauf spammen. Und dann wieder 7 Schläge einsetzen.
und sich extrem freuen über den Loot immer. Voll cooler Loot. Das ist doch mal das Beste, aber hat auch keine Geschicklichkeit drauf. Was ist denn los? Blitz. Wir haben Blitz. Nein, heilig. Hier haben wir Blitz. Bogen des Lichts plus 12 hat nur, aber Stärke. So. Auch nur Vitalität. Ey, ich finde nur Waffen mit Stärke und Vitalität, aber kein Geschicklichkeit. Okay, dann nur, ja, nehme ich die mit Blitz, nicht mit Kälte. Kälte haben wir gar nicht. Oh, sieht sogar geiler aus. Okay, dann brechen wir hier. Ja, machen wir Ende, machen wir nicht weiter. Weil abbrechen ist ja nicht das Rift, sondern einfach beten, weil wir es geschafft haben schon. Und machen ein zweites Rift noch. Ja, haben noch Zeit. So, und ich kann zwei. Was ist low-levelig? Was ist am low-levelsten? Ja. Mysteriöse Brustpanzer machen kann ich. Mystische Fünfbinden ist schlecht. Ja, das ist noch schlechter. Okay, das rauswerfen kurz. Alles zerstören. Wieder reinwerfen. Und die stärksten einsetzen. So. So, und dann kann man die zwei auch verschrotten wieder. Wenn das geht, halt manuell. Ja, manuell geht es. So. Oh, jetzt sind wir schön rot. Wir haben das letzte Mal ja die roten Ding genommen, die karmesinroten Farbstoffe gemacht und haben dann immer noch recht viel blau und türkis gehabt. Und jetzt sind wir ganz rot, also richtig feuerrot. Sehr schön. Also, probieren wir noch einen. Ich möchte hier herstellen zuerst zwei Nahkampfwaffen. Der Keil, ne, zu schwach, also zu low-levelig. Das ist nur 23. Was ist eigentlich hier? Maximum 56. Dann nehmen wir hier zwei. Ja, Stufe 50 sind wir. Und probieren mit dem noch ein bisschen Rift zu machen. Das ist zu schwach. Das ist recht gut. Ja, die zwei. 7500. 7700 ist stärker. Gut. Hallo. So. Naja, 10 Minuten. Naja, doch keine Rift mehr. Mist. In 10 Minuten schaffe ich doch keinen mehr. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass um halb Uhr, also halb 10 Uhr angefangen habe. Darum geht es nicht mehr. Machen wir halt König Aranea töten. Noch kurz ein paar Kopfgelder, zwei Kopfgelder ungefähr. Weil ich will die Parts nicht mehr höher als 30 Minuten machen. Weil YouTube braucht extrem lange plus. Also mit 29 habe ich zum Beispiel eine halbe Stunde zum Hochladen. Also es ist weniger. Aber jetzt zum Beispiel für 31 Minuten habe ich schon 40 Minuten. Also es geht steiler nach oben. Ab 30 Minuten habe ich das Gefühl. Das war früher auch schon so, aber momentan ist es extrem. Also dass es sich lohnt, eher unter 30 Minuten Parts zu machen, damit ja, das Hochladen nicht 1000 Mal mehr länger dauert für mich. Und
ja, für euch auch angenehmer zum Schauen ist, weil es ja nicht alle komplett schauen möchten. Möchten sie immerhin kurze Parts haben, damit sie es ganz schauen können. Weil ich habe einfach so das Gefühl, die Leute wollen auf YouTube nicht 30 Minuten plus schauen, sondern eher so 20 bis 30 Minuten. Und dem gehe ich ja nach. Also ich möchte ja, dass es euch gefällt, also von der Zeit auch gefällt. Und wenn niemand schaut über 30 Minuten lange, dann bringt es für mich nichts, für euch auch nichts, weil ihr nicht den ganzen Part schauen könnt und eher ein bisschen vorspulen könnt, müsst. So, also dann. Wo ist denn die Aranähe, der Eingang zu Aranähe? Ah, der schlechte Geisteskraft der Zeugen. Bin ein bisschen enttäuscht gerade von meinem Charakter. Haha. Da ist er mal einer. Ja, toll. Den erwische ich jetzt. Ah, gut. Geht doch mal weg. Ich bin hier am Goblin jagen. Einfach weggehen. Jetzt kommt noch ein Gelber. Komm, erzeuge. Ja, gut. Da wollte ich auch noch einsetzen. So. Ist ein bisschen qualvoll hier. Gerade. So schlecht. Geisteskraft erzeugen. Und dann noch ein Goblin jagen. Aber mit Level 70 ist dann alles viel besser. So mag ich nicht zu spielen. Lieber hier Woge einsetzen. Ja, genau. Noch mehr erzeugen. Sehr wichtig. Weil wir haben da einen Bonus drauf. Einen Schadensbonus. Gut. Weg damit. Blödes Spinnennetz. Und hier ist der Eingang zum Nest. Zur Kammer des Aranen. Na, gehst du schon weg, hä? Bald gehst du weg, hä? Du haust ab. Feigling, hahaha. So eine Feiglingskönigin, hey. Sisi. Das ist Sisi, nicht Aranen. Hat Angst vor einem kleinen Mönch. Einem weiblichen Mönch. So, wieder abhauen. Ah, schön erzeugt. Ist wieder ein bisschen erzeugt. Wieder nicht viel ausgeben. Und dann wieder draufhämmern. Okay. Weiter erzeugen. Draufhämmern. Ah, entspannt gewesen. So, jetzt ist 55. Ja, okay. Ist der Part nur 26 Minuten lang. Wenn ich dann noch kurz repariere, aber jetzt kommen wir dann irgendwie schneller vorwärts. Also die Gegner werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel zäher, weil wir nicht mehr so schnell leveln. Nur noch zwei Level bekommen pro Part. Das ist nämlich gut. Und das heißt eigentlich, man kommt schneller vorwärts, weil wir ja stärker sind wieder zum Level. Also die Items halt wieder besser finden. Stärker werden durch die Items, nicht durch die Level. Durch Level werden eigentlich nur die Gegner stärker, nur wir selber nicht so. Und deshalb, ja,
geht es jetzt von Level 50 bis Level 70 entspannter als von Level 1 bis Level 50. Also, Dankeschön fürs Schauen für diesen Part und im nächsten Part dann wieder ein Rift, halt bis es Level 70 ist. Bis sie Level 70 ist, die Charakterin. Und dann geht es schneller, viel schneller. Also, da können wir eigentlich schon Rift Qual 1 machen. Auf Level 70. Jo, also. Immer noch Meister, ja. Gut. Schönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.